McKinnon Survival 2 Knockout. Zeit, wieder ein paar Konkurrenten aus dem Rennen zu kicken. Du musst nur schnell genug sein. Und wer wissen will, warum ich jetzt so lache, einmal die Taste parat haben, da. Das seht ihr nur in den exklusiven Outtakes, quasi für Mitglieder des YouTube-Channels. Einfach mich supporten, dann seht ihr ganz, ganz viele Videos, was quasi so hinter den Streamkulissen abging. Der letzten über 150 Streams ist noch nicht, also ich lade das aktuell noch hoch. So, gut, ich blende mich aus und es geht mit der Mission weiter. 3, 2, 1. Aha, Nils ist hinter uns. Oh nein, ich sehe schon da vorne die ganzen Kurven. Ja, ja. Wer wissen will, wie das sich anhört. Nein, also nicht das jetzt. Schade. Ich hatte gedacht, dass du die Führung halten kannst. Hat er die Schnauze. Ich bin auch gleich wieder Erster. Ich muss nur an dem Spago da vorbei. So. 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 Nein, was ich gerade sagen wollte ist, wer lustige Outtakes von diesem Let's Play hier sehen will, also für euch auf YouTube, einfach Dings hier. Einfach Mitglied werden und mich supporten. Damit gibt es dann exklusive Videos mit den ganzen Outtakes, weil in diesen ganzen Let's Plays passieren Sachen. Ich stream das ja einerseits live, aber andererseits passieren da auch Sachen, die ich rausschneide. Die sieht man dann exklusiv dort quasi in dem, was hinter den Kulissen im Stream passierte. Die Strecke ist kacke. Ich hatte gedacht, dass du die Führung halten kannst. Roll-on-Floor-Logistics, ja. Die Strecke hier ist echt der Teufel. Die Strecke hier ist nicht mein Favorite. Die Strecke hier hasse ich. Ich kann mir die auch gar nicht einprägen. Vor allen Dingen, währenddessen auch noch reden, während man hier die Strecke fährt, doppelt schwer. Nun überhol den Wagen endlich. Nun halt doch mal die Klappe endlich. Da hinten ist wieder der Forza. Und der Helikopter. Haben wir jetzt die Strecke rückwärts? Und bergauf gleich? Okay, bergab ging deutlich besser. Du solltest den Wagen endlich überholen. Ja, und du solltest endlich deine dämliche Schnauze halten. Okay, wenigstens hier geht es einfach. Komm, lass mich vorbei. Nein. Böses Auto. Böses Auto. Ach. Lass mich durch. Nein, lass das. Boah. Hier hätte ich geradeaus durchbrettern können, wie beim Hinfahren. Aber irgendwie ist mir das entfallen. Auf den Rennstrecken gibt es auch keine Abkürzung. Also viel führen tun wir ja nicht. Der klebt echt an mir. Was haben die hier auf die Strecke gemalt? Hat hier jemand seinen Koks verloren oder was ist los? Oh nein, mein Koks ist aus dem Kofferraum getropft. Nein, nein, nein. Warum kann man da nicht eben geradeaus fahren? Das wäre doch so viel einfacher. Ah, weil es in die Boxengasse geht. Nee, also dann doch nicht. Zwei Runden, das gibt's ja nicht. Wow, ich hab mal Vorsprung. Und wieder einer, der den Druck nicht standgehalten hat.
ist aber auch eine Strecke hier. Die ist nicht ohne. Vor allem hier bergauf. Da holt der Nils auf. Ja, ja. Hier muss man ja echt auf der Hut sein. Alter, der holt auf. Guckt euch das mal an. Der holt sowas von auf. Warum macht er das? Seit Ben diese Rennen nicht mehr fährt, muss Semir ran. Und Semir, der hat nicht so Bock drauf, habe ich den Eindruck. Gut, wir fahren beide, aber trotzdem. Bist du so gut oder fahren die anderen so schlecht? Ich würde Letzteres sagen in dieser Runde. Weil das hier ist doch eine Strecke, die ist ein bisschen anspruchsvoller. Da kann ich nicht so durchheizen. Also klar, wenn ich in der Kurve bin und rutsche, kann ich versuchen, durch vom Gas gehen und wieder aufs Gas gehen. Dann stabilisiert sich das so ein bisschen. Aber im Endeffekt ist es alles nur so Trial and Error. Da bin ich jetzt gut rumgekommen durch die Kurve. Ich habe mich wieder erinnert, hier konnte man einfach so durchbrettern quasi. So. 4,3 Sekunden. Deine Rivalen lassen echt auf sich warten. Ja. Das hoffe ich doch. Muss mich jetzt gerade echt anstrengen, hier nicht völlig zu versagen. Und da hätte ich auch gerade drüber brettern können. 4 Sekunden. Ich slide ein bisschen viel, würde ich sagen. Ich bin echt leise, weil das ist hier echt anstrengend gerade. Da muss man sich echt drauf konzentrieren. Außerdem gehen einem so langsam Themen auf, wenn man seit 2 Stunden am Stream ist. Dann hat man irgendwann alles gesagt, was man sagen will an dem Tag. Und dann denken die anderen Leute, die man so trifft, ja, warum redet der denn nicht? Ich glaube, wenn man so lange in Führung liegt, oder? Ja, ich brauche gar nicht mehr Gas geben. Du bist Erster. Verdient aufs Treppchen. Jo. Mindestens 3. Platz. Erfolgreich. 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 Yay. Freischaltung. Bergrennen lang. Nein, mag ich nicht so. Oh, eine ausgeflippte Übung. Ben hat von einem Kollegen einen Tipp bekommen, dass es ein Stadion gibt, in dem die Polizisten trainieren können, schnell zu fahren. Natürlich hat er wieder den Mund zu voll genommen und angekündigt, den Streckenrekord zu brechen. Na dann, viel Spaß auf dem Geschicklichkeitsparcours, Ben. Ja, haha. Ben, unser Ben. Heute werden wir mal deine Geschicklichkeit testen. Die Regeln sind sehr, sehr einfach. In der Arena leuchten Wegmarken auf, die du in der vorgegebenen Zeit erreichen musst. Schaffst du das nicht, explodieren diese Wegmarken. Explodieren mehr, als für deinen Dienstgrad zulässig ist, ist das Manöver für dich gelaufen und es gibt einen Vermerk in deiner Akte. Was? Wie jetzt? Ein Vermerk in meiner Akte? Was? Okay. Wo ist der nächste Punkt? Da hinten. Ich habe kein Turbo mehr.
Alter, das ist hier aber auch. Ah, okay, da hinten. Was war das denn? Oh nein, 5, 4, 3, 2, 1, den kriege ich nicht mehr. Nein, so knapp. Nein, 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 4, 3, 2, 1. Oh nein, das schöne Bier. Ah, erwischt. Vor allen Dingen diese Tribünen mit den ganz vielen Zuschauern. Wo bin ich hier? Bin ich hier in einem riesigen Stadion oder was ist los? Boah. Okay, jetzt sind die Punkte immerhin ganz gut zu erreichen. Oh nein, da auf der anderen Seite. Ah, oh, sorry. Den Euro kriegst du zurück. Für den Einkaufswagen. Ja, genau. In der Kurve drin. So muss das laufen. Das war aber auch ein... Das war aber jetzt auch ein geiles Fotofinish. Einmal so kusch, an der Kurve entlang. Checkpoints rechtzeitig erreichen. Erfolgreich. Verpasste Checkpoints. Erfolgreich. 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 Yay! Okay, das war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Razer 4.0 Polizei freigespielt.